kommt zu kurz. Die Linzer ganz in Weiß machen von Beginn an das Spiel. Der VVC immer wieder mit Fehlpasses. Der junge Beitz, früher ein C-Kaderläufer in der Skinationalmannschaft, geht immer wieder mit in den Angriff nach vor. Da kommt Zeilinger und Tor. 1:0 schon nach 4 Minuten für den SK Vöst. Das dritte Saisontor des Linzer Mittelfeldspielers. Hier jubelt der Vöst-Anhang. Zu diesem Zeitpunkt weiß man bereits bei den Linzern, man ist gerettet. Haider auch erstmals mit der Nummer 8 wieder mit dabei. Hier haben wir Gerald Haider. Die Linzer kombinieren nach Belieben und Tor, 2:0, schon nach 7 Minuten durch Zellhofer. Eine ganz klare Sache, der VVC völlig lustlos, desorientiert in dieser Begegnung. Jetzt können die Linzer richtig kombinieren, knapp 2000 Zuschauer übrigens im Linzer Stadion. Dann das Solo von Wiedreis, schauen Sie, wie Burgstaller sich da lässig hinlegt, 3:0 schon nach 14 Minuten, das ist Günther Wiedreis, der sein 12. Saisontor erzielt. Hier Josef Sarah heute im Mittelfeld aufgeboten, sein Bruder Robert als Libero. Und weiter die Föstangriffe. Wieder Haider. Zeilinger. Das hätte das 14-0 sein können. Burgstaller, der wahrscheinlich nach Innsbruck wechseln wird, verarztet hier Zeilinger und der Pausenpfiff von Schiedsrichter Holzmann. 3:0 für den SK Vöst. 4 Minuten nach der Pause sind gespielt. Freistoß Heitzinger. An die Querlatte und keine Probleme für Wiedreis. Er erzielt seinen 13. Treffer, übrigens 12 davon allein im Frühjahr. Das ist schon ganz beachtlich. Hier der Kärntner im Dress des SK Vöst. Und in dieser Tonart geht es weiter. Der VVC hat einfach nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen. Hier das 5:0 durch Zeilinger nach 57 Minuten. Ist ja das letzte Match von Dolphy Blutsch bei den Wienern. Dann einer der ganz wenigen Angriffe hier über Marcello und einige Probleme für Fuchsbichler. Die letzten 10 Minuten, hier haben wir Marcello, sind angebrochen. SK Vöst liegt mit 5:0 in Führung, steuert seinem höchsten Sieg in der letzten Runde in dieser Saison entgegen. Dann dieses Solo von Heitzinger und ein Bombenschuss, 6:0. In der 80. Minute dabei blieb es. Der SK Vöst bleibt in der 12er Liga.